Ich muss mich fürs Erste von der Maschine trennen. Hikaru kommandiert meine Klinge. Du hast uns gezeigt, dass Regalas Rebellion nicht andauert. Schon mal gemacht, oder? Wenn wir unsere Ehre wiederherstellen wollen, müssen wir dafür. Jeder kann nicht von dir hier aufzutauchen. Wer wagt es mich? Du suchst einen würdigen Gegner? Du hast ihn gefunden. Ist dir nicht mehr nach Spielen? Ist okay. Tja, sie haben wirklich bewiesen, dass die Kote falsch lag. Hattest du da draußen Ärger mit dem Kleinen? Ich krieg immer noch das Signal. Da ist Dakota. Bereit für die Maschinenjagd. Ich habe noch keine Überbrückungsdaten für diese Maschine. Ich sollte noch mehr Brutstätten erkunden. Thank you.
Gaias Koordinaten für Demeter sind ganz in der Nähe. Was ist hier passiert? Es waren alles Delakt. Jemand hat es geschafft, eine ganze Truppe. Barbarin ist festgenagelt. Vorrücken! Okay, wer auch immer die sind, wir werden mit Sicherheit keine Freunde. Ich muss an diesen Gegnern vorbei und in die Ruinen. Wo will die Maschine hin? Was machen die denn da? Unsere Ahnen! Und was sehen sie auf Blut aus? Ich sollte schnell zu Demeter, falls noch mehr von denen kommen. Laut Gaia muss es irgendwo hier drin sein. Das sieht aus wie ein altes Büro. Das Treibhaus. Die branchenführende Biotech-Forschungsanlage von Faro Automated Solutions. Agritech. Umweltsanierung. Eine Metallblume. Demeter sollte gleich hinter dieser Tür sein, aber diese Ranken blockieren den Weg. Falls ich sie nicht durchtrennen kann, muss ich einen anderen Weg finden. Im Moment kann ich nichts gegen die Ranken machen.
Ein Raum ohne Ausgang. Toll. Aber immerhin gibt's eine Konsole. Mit der US Robot Command telefoniert. Die Zeit läuft uns davon. Hab mich nicht getraut, Harris zu sagen, dass unser Heilmittel schlimmer als die Krankheit sein kann. Auch wenn Diamantranken funktionieren, müssen wir noch beweisen, dass wir die Pflanzen wirksam eindämmen können. Aber Kabels Team arbeitet drüben bei Teststation Efeu daran. Er wird es schaffen. Ganz bestimmt. Diamantranken. Noch ein Geheimprojekt. Sie haben hier die Metallblumen und die Ranken gemacht. Dann erfahre ich vielleicht, wie man sie zerstört. Wenn ich Teststation Efeu finde. Und wie komme ich hier jetzt raus? Schon wieder. Wer auch immer die sind, sie wollen mich töten. Ich muss aufpassen. Daten leise ausschalten. Eine Barbarin ist auf dem Gelände, hat's an den Wachen vorbeigeschafft. Findet sie, erledigt sie und bringt ihren Kopf zum Leutnant. Verstanden! Mit der Diplomatie ist es wohl vorbei. Bäume, das Wetter. Alles fühlt sich fremd an. Sie sagen. Hey, ich hab das weg, oder? Verstanden. Was war das? Stehen bleiben! Beschützt den Ort! Tötet sie! Ha!
verdammte Barbarin! Ich finde dich! Jetzt ist sie fällig! Los! Ich wünschte, diese Leute hätten mit mir geredet, statt mich anzugreifen. Ich muss irgendwie aus diesem Hof raus. Die Tür sieht vielversprechend aus. Ich ergebe mich. Tu, was du willst. Ich wollte nicht gegen deine Freunde kämpfen. Sie griffen mich an. Wenn ich nur durch den Tod dafür büßen kann. Ich werde dich nicht töten, okay? Ich will nur verstehen, was hier los ist. Woher hast du diesen Fokus? Ich gehöre zu den Auserwählten. Den Quen. Die Ahnen haben uns allein die Macht des Fokus hinterlassen. Das Auge, das das Vermächtnis zeigt. Das Vermächtnis? Die Wahrheit. Sie liegt in der Dunkelheit und den Ruinen. Zwischen der uralten Asche und den Knochen des Vergangenen, auf das es wartet. Als Wahrsagerin muss ich sie suchen. Zum Wohle meines Volkes. Du suchst nach Daten. Vielleicht können wir uns unterstützen. Wie heißt du? Alva. Zweite Wahrsagerin in der Ostexpedition. Ich bin Aloy. Fangen wir von vorn an. Ich weiß nichts über die Quen. Unser Land liegt jenseits des großen Ozeans. Wir waren noch nie hier. Warum also jetzt? Unsere Heimat wurde von extremem Wetter verwüstet. Schreckliche Stürme und sengende Dürren. Unsere Ernten fallen aus. Unser Volk verhungert. Auf der Lösungssuche wurde vorgeschlagen, dass wir durch die mutige Überquerung des Ozeans nach Landfall des Vermächtnis vielleicht das Wissen erlangen, das unser Volk retten kann. Doch bisher entzieht sich uns das Wissen. Dein Volk nennt diesen Ort also Landfall des Vermächtnis? Nein, in Landfall sind wir angekommen. Im Westen. Im Schatten der versunkenen Stadt, der zerstörten Brücke. Du meinst San Francisco? Ja, du kennst das Vermächtnis gut. Der Ort war für die Ahnen von großer Wichtigkeit. Wir hatten gehofft, dort ihre Geheimnisse zu erfahren, doch die Türen sind bisher verschlossen. Aber wir entdeckten dort Daten, die uns hierher führten. Vielleicht unsere letzte Chance. Um etwas zu finden, das eure Ernten und euer Volk rettet. Ja, wenn die Ahnen uns noch einmal gewogen sind. Du sagst, die Ahnen hinterließen deinem Stamm den Fokus. Ja, 13 Wahrsager besaßen diesen hier, seit er in unserer Heimat in den Ruinen entdeckt wurde. Ich trage ihre Namen in meinem Gedächtnis. Du hast also einen, aber keiner der Soldaten da draußen. Jeder hat seine Aufgabe. Die Aufgabe der Wahrsager ist es, das Vermächtnis zu suchen, die Weisheit der Ahnen zum Wohle aller zu deuten und zu beschützen. Also wissen nur die Wahrsager, wie man einen Fokus benutzt. Nicht mal die Herrscherfamilie und sicher keine Soldaten. Wie viele Wahrsager gibt es denn? In Landfall nur eine kleine Gruppe. Zu Hause ein paar Dutzend mehr. Schätze ich. Das wissen nur die Aufseher und ich gehöre nicht zu ihrem Rang.
Ihr nennt also die Daten aus der Vergangenheit Vermächtnis? Ja. Alles, was nicht verloren ist oder verboten. Was bedeutet das? Alles, was wir lesen können und das, was erlaubt ist. Okay, verstehe ich nicht ganz. Aber gut, wofür benutzt ihr denn die Daten? Die größten Geheimnisse sind die, die das Leben vieler verbessern. Wie man Pflanzen anbaut, wie man Fluten zurückhält oder sogar das Meer überquert. Technologie. Das suche ich hier. Technologie, die meinem Volk zu Hause hilft. Die Soldaten, sie schossen auf mich ohne Warnung. Warum? Es ist die Pflicht der Quen, das Vermächtnis zu suchen und es vor den Dummen und Neidischen zu schützen. Also du erscheinst nicht dumm. Aber zu Hause wollen uns andere Stämme Böses. Es hieß, das Gleiche gelte auch hier. Sagt das euer Vermächtnis? Das Vermächtnis ist wahr. Aber es wurde schon oft falsch gedeutet. Ich hoffe, die Zeit und die Weisheit der Ahnen führen uns auf den richtigen Weg. Ja, das hoffe ich auch. Ich suche einen Ort in diesem Komplex namens Teststation Efeu. Hast du diesen Namen irgendwo gesehen? Nein. Ich habe etwas entdeckt, das wie eine Karte aussah. Aber sie war unlesbar. Verloren. Vielleicht werde ich ja daraus schlau. Da. Jede Menge Dateien. Ich habe sie durchgesehen. Schau im Abschnitt TH-Anlage. Wie gesagt, verloren. Du siehst die Karte nicht? Oh. Dein Fokus ist ein frühes Modell. Dein Betriebssystem kann Dateien von nach Mitte der 2050er nicht lesen. Aber ich kann sie mit dir teilen. Sie teilen? Du siehst das Verlorene und Verbotene. Weder verloren noch verboten, nur ein neueres Format. Da, dort muss ich hin. Aber das geht nicht. Wir versuchen seit einer Woche tiefer in den Komplex zu gelangen. Der Weg ist durch Geröll blockiert. Was ist mit dem Tunnel? Er wird von hier freigeschaltet. Nein. Ich hielt die da für eine Art Zugangskontrolle, aber ich konnte nicht genug Daten zum Bedienen lesen. Versuchen wir es mit meinem Fokus, okay? Diese Konsolen sollten wohl synchron bedient werden, aber ich bin nicht sicher. Okay, dann probieren wir die Konsolen aus. Ich folge dir. Die Ahnen haben uns den Weg gezeigt. Na los, gehen wir. Ich soll mit dir mitkommen? Wir mussten den Tunnel doch zusammen öffnen, oder nicht? Das kleinste Labyrinth. Der Karte nach sollte weiter drin noch ein Ausgang sein. Bleib bei mir. Geh voraus.